Kochen 23.12.2018 mit Fernsehkoch Selzer McKenzie YouTube. Zartes Hirschcurry mit Selleriepüree, fährt den Ofen auf 100 Grad unter- und Oberhitze vorheizen. Das Hirschcurry abbrausen, trockentupfen, im Ganzen salzen, pfeffern und in heißem Öl von allen Seiten braun anbraten. Auf ein Backblech auf zwei Rosmarinzweige legen und im vorgeheizten Ofen ca. 40 Minuten rosa braten lassen. Den Bratensatz mit dem Rotweinfond und Saft ablösen, den restlichen Rosmarin zugeben und auf etwa ein Drittel einreduzieren lassen. Für das Püree den Sellerie und die Kartoffeln schälen und in Würfel schneiden. In Salzwasser ca. 20 Minuten weich kochen. Anschließend abgießen, durch die Kartoffelpresse drücken und gut ausdampfen lassen. Die heiße Milch und 2 Esslöffel Butter unterrühren. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. In den letzten Zügen die restliche kalte Butter unter die Soße rühren, nicht mehr kochen lassen. Die Brombeeren zugeben, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Hirschcurry Klammer auf aus dem Ofen nehmen und etwas ruhen lassen. Die 4 Stücke schneiden und auf das Selleriepüree setzen. Die Brombeersoße um das Püree herum träufeln und mit Rosmarin garniert servieren. Zutaten, Klammer auf für 4 Personen, Klammer zu, ein Hirschcurry mit 4 geputzten Knochen, ca. 600 Gramm Salz und Pfeffer, aus der Mühle 2 Esslöffel Olivenöl, 4 Zweige Rosmarin, 150 ml Rotwein, 150 ml Wildfond Muskat, frisch gerieben 100 ml Brombeersaft, 400 Gramm Sellerie, 200 Gramm mehlig kochende Kartoffeln, 100 ml Milch, 3 Esslöffel Butter, eine Handvoll Brombeeren, Cane con Papas Canarias, heiße Eintöpfe und Suppen gehören einfach fest zum kalten Winter. Deshalb steht heute Fleisch mit Kartoffeln auf kanarische Art auf dem Speiseplan. 4 Zuerst Knoblauchzehen in feine Scheiben schneiden, Zwiebeln und Paprika grob würfeln und die Karotten in Scheiben zerteilen. Dann das Fleisch in ca. 2 cm große Würfel schneiden. Olivenöl erhitzen und die Stücke portionsweise gut anbraten. Zwiebeln und Knoblauch zugeben und mitbraten. Anschließend beiseite stellen. Karotten und Paprika in Olivenöl anbraten. Tomaten zumischen mit Wein und Fond ablöschen. Mit Zucker, Salz und Pfeffer würzen. Gewürfelte Kartoffeln, Fleisch und Kräuter dazugeben und kochen, bis die Kartoffeln gar sind. 10 Minuten vor Kochende die abgetropften Kichererbsen einrühren. Für Schärfe eine Peri-Peri-Chilischote mit garen und wieder entfernen. Zutaten, Klammer auf für 4 Personen, Klammer zu, 6 bis 8 Knoblauchzehen, 2 Zwiebeln, 1 grüne Paprika, 2 Karotten, 500 Gramm Schweinefilet oder Lammfleisch, 250 ml Olivenöl, 1 große Dose geschälte Tomaten, 250 ml Weißwein, 250 ml Lammfond, Klammer auf zum Beispiel von Jürgen Lambein, Klammer zu, 1 Esslöffel Zucker, Salz, Pfeffer, 600 bis 800 Gramm festkochende Kartoffeln, gewürfelt 2 Lorbeerblätter, 4 Zweige Thymian, 1 Dose Kichererbsen, 1 Peri-Peri-Chilischote. Pasta mit Lachs, Tomatensahne gleich A, 670 Kilokalorien, 28 Gramm Exawatt, 27 Gramm Farad, 78 Gramm Kilo Henry für 2 Personen gleich, Klammer auf in Scheiben, Klammer zu, können 100 Gramm Sahne, 1 Knoblauchzehe Cayenne Pfeffer Nudeln kochen, so geht's ganz einfach, Klammer auf schmale Bandnudeln, Klammer zu, minus 2, Eintopf, 2 Liter Wasser zugedeckt aufkochen. Inzwischen die Lachs niederlegen, längs halbieren und in feine Streifen schneiden. Die Eschen und Vierteln. Wer möchte, schneidet die Stielansätze her, nasse kocht, 2 gehäufte TL Salz hinzufügen und die Nudeln hin. Es anrühren und dann im offenen Topf nach Packungsangabe gleich essen. Unterstrich nein kochen, die Sahne in eine große Pfanne, Klammer auf, da müssen später gleich Sitz haben. Klammer zu, gießen und erwärmen. Die Knoblauchzehe schälen, Saat zugeben, je eine Prise Salz und Cayennepfeffer hinzufügen und essen, die Kirschtomaten und die Lachsstreifen unterrühren, die 1. Stufe zurückstellen und die Soße bei kleiner Hitze offen 3-3-7-3 Minuten fertig sind, die Knoblauchhälften herausfischen und in der Soße nur ein dezentes Aroma verleihen, Klammer zu, und wenn sie fertig sind, in ein Sieb abgießen.
kurz Klammer auf wie Tee opfen lassen, zur Soße geben und alles richtig gut vermischen. J ziehen lassen, dann auf zwei Teller verteilen und servieren. Pro 100 Gramm Nudeln 1 Wasser in einen großen Topf geben und zum Kochen bringen. Deckel drauf, dann geht's schneller und spart Energie. Sobald das Wasser kocht, pro Liter Wasser 1 gehäuften TL-Salz dazugeben. Ja, erst jetzt. Salzwasser hat einen höheren Siedepunkt, es bräuchte also länger zum Aufkochen. Die Nudeln auf einmal ins sprudelnde Wasser geben, einmal umrühren und auf die Uhr schauen. Auf der Nudelpackung steht die Kochzeit, die Nudeln offen bis vor dem Ende der angegebenen Garzeit kochen, dann eine Nudel herausfischen und probieren. Die Nudel soll al dente sein, also noch etwas Biss haben, darf aber natürlich nicht hart sein. Braucht noch ein wenig, dann noch garen und wieder probieren. Die Nudeln sind fertig, sofort in ein Sieb abgießen, ganz kurz abtropfen lassen und zur Soße in die Pfanne geben. Gut untermischen, kurz durchziehen lassen und servieren. Übrigens, es ist nicht nötig, Öl ins Kochwasser zu geben. Im großen Topf mit reichlich Wasser kleben die Nudeln nicht zusammen und nehmen ohne Öl die Soße dann besser auf. Bunter Salat mit Vinaigrette 15 Zubereitung pro Portion ca. 240 Kilokalorien 3 Gramm EW 21 Gramm F 9 Gramm KA für 2 Personen 3 Tomaten Salz Zucker B Kopfsalat 1 gelbe Paprikaschote frisch gemahlener Pfeffer für die Vinaigrette 1,5 Teelöffel mittelscharfer Senf 2 Esslöffel Weißweinessig 4 Esslöffel Olivenöl extra vergine 1 vom Salatkopf die äußeren, welken Blätter entfernen. Die Hälfte der schönen Blätter, Klammer auf auch welche aus dem zarten Inneren, Klammer zu, ablösen. Die Blätter unter fließendem kaltem Wasser waschen in mundgerechte Stücke zupfen und in einem Sieb abtropfen, lassen Klammer auf 1 Klammer zu. Rest vom Salatkopf im Gemüsefach vom Kühlschrank aufheben. 2. Die halbe Salatgurke entweder gründlich waschen oder mit dem Sparschäler schälen. Längs halbieren und die Kerne mit einem Teelöffel herauskratzen, Klammer auf sie würden das Dressing verwässern, Klammer zu. Die Hälften in ca. 3 mm dicke Halbmonde schneiden. Die Tomaten waschen halbieren, die Stielansätze herausschneiden und die Hälften dritteln, Klammer auf 2 Klammer zu. Die Paprikaschote halbieren Stiel, weiße Trennwände und Kerne entfernen. Die Hälften waschen und in feine Streifen schneiden. 3 für die Vinaigrette den Essig in eine Salatschüssel geben 1% TL Salz, eine Prise Zucker und etwas Pfeffer aus der Mühle dazugeben. Mit dem Schneebesen rühren bis sich Salz und Zucker aufgelöst haben. Den Senf und nach das Öl dazugeben und kräftig mit dem Schneebesen unterschlagen, bis eine cremige Emulsion entsteht, Klammer auf 3 Klammer zu. 1. Die Schalotte schälen und sehr fein würfeln, Klammer auf sehr Spickzettel, Klammer zu. Die Schnitzel kalt abwaschen und mit Küchenpapier trocken tupfen. Auf beiden Seiten mit je eine Prise Salz und Pfeffer aus der Mühle würzen. Den Weißwein bereitstellen oder 1/4 Teelöffel gekörnte Gemüsebrühe in 100 ml heißem Wasser auflösen. 2. Eine Pfanne ca. auf mittlerer Stufe erhitzen. Das Öl hineingeben und eine durch heiß werden lassen. Die Schnitzel nebeneinander einlegen, das Öl muss gleich leicht zu brutzeln beginnen. Die Schnitzel ca. 2 bei mittlerer Hitze braten, bis der Rand schön braun ist, Klammer auf, die Röststoffe verleihen dem Fleisch ein gutes Aroma, Klammer zu. 3. Die Schnitzel wenden, Klammer auf, am besten mit einer Zange, nicht mit einer Gabel darin herumstochen, Klammer zu, so müssen sie jetzt aussehen, Klammer auf, 1 Klammer zu. Auf der anderen Seite ebenfalls 2 braten, auf einen Teller herausheben und zudecken. Schalotte in die Pfanne geben und im Bratensatz anbraten. Mit dem Wein oder der Brühe ablöschen, das heißt die Flüssigkeit zugeben und sprudelnd aufkochen lassen, Klammer auf, 2 Klammer zu. Die Knifreiche dazugeben und die Soße 2 bis unterrühren einkochen lassen, Klammer auf, 3 Klammer zu, mit Salz und Pfeffer nachwürzen. Die Schnitzel zur Soße geben und zugedeckt bei kleinster Hitze ziehen lassen, bis alle Beilagen fertig sind, siehe Timing fürs komplette Essen Seite 20.
Zartes Gemüse und Pellkartoffeln 45 Zubereitung pro Portion ca. 185 Kilokalorien 5 Gramm EW 8 Gramm F 25 Gramm KH für zwei Personen eigend festkochende Unterstrich Klammer auf 200 Gramm Klammer zu 1 junge Kohlrabi Klammer auf ca. 150 Gramm Klammer zu 3 Frühlingszwiebeln, 1 Esslöffel Butter, 1 Esslöffel Creme fraiche, frisch gemahlener Pfeffer, frisch geriebene Muskatnuss. 1 Unterstrich, Höhe kleiner als Kartoffeln unter fließendem kaltem Wasser gründlich waschen, eventuell mit einer Gemüsebürste säubern. Mit 11 Zweitel Teelöffel Salz in einen Pf geben und knapp mit Wasser bedecken. Circa 25 bei mittlerer Hitze zugedeckt kochen lassen. 2 Inzwischen von den Möhren das Grün entfernen. Möhren unter kaltem Wasser waschen und bei Bedarf abbürsten. Zarte junge Buntmöhren müssen nicht geschält werden, ältere, die länger gelagert wurden, mit dem Sparschäler dünn schälen. Schräg in ca. 3 mm dicke Scheiben schneiden, Klammer auf 1, Klammer zu. Vom Kohlrabi das Grün abschneiden, zarte Blätter beiseite legen. Den Kohlrabi mit einem Messer schälen, holzige, das heißt harte, faserige Stellen großzügig abschneiden. Den Kohlrabi halbieren, die Hälften in ca. 1,5 cm dicke Scheiben und diese in 1,5 cm dicke Stifte schneiden, Klammer auf 2, Klammer zu. Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen und den weißen und grünen Teil getrennt in Ringe schneiden, Klammer auf, siehe Spickzettel, Klammer zu. 3. Die Butter in einem Topf bei mittlerer Hitze zerlassen, aber nicht braun werden lassen. Weiße Frühlingszwiebeln, Möhren und Kohlrabi dazugeben und ca. unterrühren andünsten. 4 Esslöffel Wasser und 1 Viertel Teelöffel Salz dazugeben und das Gemüse, zugedeckt bei kleiner Hitze 10 garen. Die Creme fraiche unterrühren und 2 offen einkochen lassen. Das zarte Kohlrabi grün waschen und fein schneiden, mit dem Frühlingszwiebelgrün untermischen. Das Gemüse mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Im Backofen warm stellen, Klammer auf, siehe unten, Klammer zu. Die Kartoffeln abgießen und ausdampfen lassen. Mit einer Gabel aufspießen und mit einem kleinen spitzen Messer pellen, das heißt die Schale abziehen und dunkle Stellen mit der Messerspitze herausschneiden, Klammer auf 3, Klammer zu. Kartoffeln und Gemüse, Klammer auf mit den Schnitzeln und der Soße von Seite 18, Klammer zu, auf vorgewärmte Teller geben. Timing fürs komplette Essen, wer sich noch nicht zutraut für Fleisch und Beilagen, gleichzeitig mit mehreren Töpfen und Pfannen zu hantieren, heizt gleich zu Beginn den Backofen auf 70 Grad vor und stellt schon mal die Teller hinein. Dann die Kartoffeln auf Sackcreme mit Himbeeren EW 20 Gramm F 14 Gramm KHÖ 2 Personen 1Y2EL Ahornsirup, Klammer auf ersatzweise eine türkische Lira Puderzucker 1 Esslöffel Honig, Klammer zu 125 Gramm Himbeeren, Klammer auf frisch oder TK, Klammer zu 1 Die Sahne in einen hohen Rührbecher geben und mit den Quirlen des Sandrührgeräts in eine Biss steif schlagen, Klammer auf siehe Spickzettel, Klammer zu. Das funktioniert am besten mit kalter Sahne, am besten auch Schüssel, und Quirle vorher in den Kühlschrank legen. Nicht zu lange schlagen, sonst wird die Sahne zu Butter. 2. Den Quark in eine Schüssel geben. Limettensaft und Ahornsirup hinzufügen und sorgfältig unterrühren. Die Hälfte der Schlagsahne darauf geben und mit einem Teigspatel untermischen. Die übrige Schlagsahne dazugeben und vorsichtig unterheben. Nicht zu viel rühren, damit die Creme schön luftig bleibt. Die Creme in 2 Gläser füllen. 3. Die frischen Himbeeren verlesen, das heißt verdorbene oder zerquetschte aussortieren und wegwerfen. Die schönen Beeren zum Waschen kurz in kaltes Wasser geben, sofort wieder herausholen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Die Himbeeren auf die Quarkcreme geben. TK-Himbeeren können gleich unaufgetaut auf die Creme gegeben werden, Klammer auf sie brauchen ca. eine Stunde zum Auftauen, Klammer zu. Vor dem Servieren den Puderzucker in ein feines Sieb geben. Dieses über die Himbeeren halten und jeweils kurz gegen den Siebrand klopfen, so dass die Himbeeren hübsch bestäubt werden. Varianten: Wer die Himbeeren nicht im Ganzen auf die Creme setzen will, sondern lieber Himbeermark daraus machen möchte, gibt die Beeren mit einer türkischen Lira Puderzucker und 1 Esslöffel Zitronensaft in einen hohen Rührbecher und püriert sie mit dem Pürierstab.
Das Püree dann in ein feines Sieb geben und mit einem Löffel durchstreichen, so entfernt man die kleinen Kernchen. Für Quarkcreme mit Erdbeermark 150 Gramm frische Erdbeeren waschen, abtropfen lassen, die Kelchblätter entfernen und die Beeren mit einer türkischen Lira Puderzucker und ein Esslöffel Orangenlikör, Klammer auf, oder Zitronensaft, Klammer zu, fein pürieren, Klammer auf, Erdbeeren antauen lassen und mit Puderzucker und Likör oder Saft pürieren, Klammer zu. Erdbeermark muss nicht durchpassiert werden. Für Quarkcreme mit Aprikosenpüree 150 Gramm frische Aprikosen waschen und entsteinen, Klammer auf, oder aus der Dose abtropfen lassen, Klammer zu, mit dem Pürierstab pürieren und mit etwas Zitronensaft abschmecken. Zucchini-Pfannkuchen mit Schafskäse 25 Zubereitung pro Portion ca. 445 Kilokalorien 24 Gramm EW 30 Gramm F 20 Gramm KN für 2 Personen 2 Zucchini, Klammer auf, ca. 250 Gramm, Klammer zu, frisch geriebene Muskatnuss 60 Gramm Schafskäse 2 Esslöffel neutrales Öl 2 Coulon D Salz, frisch gemahlener Pfeffer 1, Ass in eine Rührschüssel geben. Die Eier am Schüsselrand auf 3 in Klammer auf Sierspickzettel Klammer zu und zum Mehl geben. Nach und nach die Knin zufügen und alles kräftig mit dem Schneebesen verrühren. Den Teig ca. 10 zugedeckt quellen lassen. 2 inzwischen die Zucchini waschen und ohne den Stielansatz auf der Reibe grob raspeln. Den Schafskäse abtropfen fassen und fein zerbröseln, Klammer auf, den Rest in einer Deckeldose mit Wasser bedecken und im Kühlschrank aufbewahren, schmeckt zum Beispiel in einem Salat, Klammer zu. 3 die Zucchini raspel und den Schafskäse unter den Teig mengen, je ein Drittel Teelöffel Salz und frisch gemahlenen Pfeffer unterrühren und etwas Muskatnuss dazu reiben. Den Teig probieren und abschmecken, das heißt nach Geschmack mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss nachwürzen. Eine mittelgroße Pfanne auf mittlerer Stufe erhitzen und das Öl hineingeben. Den Teig in die Pfanne gießen und gleichmäßig verteilen. Den Pfannkuchen 3 bis backen, bis der Teig zu stocken beginnt. Mit einem Pfannenwender wenden und auf der anderen Seite in weiteren 3 bis fertig backen. In der Pfanne zerteilen und auf 2 Teller heben. Dazu passt ein bunter Salat, zum Beispiel wie auf Seite 16 beschrieben. Süße Variante für einen Apfelpfannkuchen mit Walnüssen 4 Esslöffel Mehl mit 1 k. Eine Prise Salz 4 Eiern und 8 Esslöffel Milch verrühren und zugedeckt nillen lassen. 1 großen säuerlichen Apfel, Klammer auf, zum Beispiel Boskop oder Braeburn. Äteln und das Kerngehäuse herausschneiden. Die Viertel schälen, auf E-Reibe grob raspeln und sofort mit 1 Esslöffel Zitronensaft mischen, damit A nicht braun werden. Die Apfelraspel unter den Pfannkuchenteig mische. Die Pfanne auf mittlerer Stufe erhitzen, 1 Esslöffel Butterschmalz hineingeke und zerlassen. Den Teig in die Pfanne geben, glatt streichen, 3 bis backen. 8 bis 10 Walnusshälften hacken, auf die Oberfläche Strich. 1 und eine türkische Lira Zucker darüber streuen. Den Pfannkuchen wenden und 3 bis fertig backen. Damit der Zucker nicht verbrennt, darf die Temperatur nicht zu hoch sein. Zum Servieren den Apfelpfannkuchen nochmals wenden, halbieren und auf 2 Tellern anrichten. Zubereitung steht, falls Sie den Pfannkuchen in einer großen Pfanne backen, verkürt Hähnchengemüsewok 30 Zubereitung pro Portion ca. 415 Kilokalorien 38 Gramm EW 24 Gramm F 10 Gramm KA für 2 Personen Hähnchenbrustfilet gleich kleiner als minus 73 Blauchzehe Stück Ingwer I-Unterstrich helle Sojasauce 2 Möhren 1 Zucchino 3 Frühlingszwiebeln 1 große rote Chilischote 3 Esslöffel neutrales Öl 2 Esslöffel geröstete, gesalzene Erdnüsse 1 das Hähnchenfleisch kalt abwaschen und mit Küchenpapier trocken tupfen. In feine Streifen schneiden und in eine Schüssel geben, Klammer auf, 1 Klammer zu. Brett, Messer und Hände, sofort danach gründlich mit Spülmittel und heißem Wasser reinigen, weit im Geflügel manchmal Salmonellen stecken, die sonst auf andere Lebensmittel übertragen werden könnten. Knoblauch und Ingwer schälen und fein hacken, Klammer auf, Sierspickzettel, Klammer zu. Beides mit 1 Esslöffel Sojasauce unter die Fleischstreifen mischen. 2 die Möhren schälen, erst längs in ca. 3 mm dicke Scheiben und diese dann schräg in 3 mm dicke Stifte schneiden.
Den Zucchino waschen und ohne Stielansatz in ebenso feine Stifte schneiden. Die Frühlingszwiebeln putzen und waschen, die Chilischote waschen und entkernen und beides in feine Ringe schneiden, Klammer auf, siehe Spickzettel, Klammer zu, Klammer auf, zwei, Klammer zu, drei, einen Wok, Klammer auf oder eine Pfanne, Klammer zu, erhitzen, zwei Esslöffel Öl hineingeben. Das Fleisch mit Küchenpapier trocken tupfen und im Öl bei großer Hitze unter häufigem Rühren 2 bis goldbraun braten, das nennt man Pfannenrühren. Das Fleisch herausnehmen und auf einen Teller legen. Das übrige Öl, Klammer auf, ein Esslöffel, Klammer zu, in Wok oder Pfanne geben. Möhrenstifte, weiße Frühlingszwiebeln und Chili darin Pfannen rühren. Die Zucchini-Stifte unterrühren und zwei mitbraten. Das Fleisch wieder hinzufügen, das Frühlingszwiebelgrün untermischen und alles noch eine bis weiter Pfennen rühren. Das Gemüse soll noch bis fest sein, da alle Zutaten klein geschnitten sind, geht das Garen sehr schnell. Die übrige Sojasauce, Klammer auf, zwei Esslöffel, Klammer zu, unterrühren, Klammer auf, drei, Klammer zu, und das Gericht auf zwei Teller oder Schüsseln verteilen. Die Erdnüsse mit einem großen Messer grob hacken oder in einem Mörser grob zerstoßen und darüber streuen. Varianten statt Hähnchenbrustfilet schmeckt auch Putenbrust oder Schweinefilet, Steak und Schnitzelfleisch. Wichtig ist, dass das Fleisch zum Kurzbraten geeignet ist, Klammer auf, im Zweifelsfall den Metzger fragen, Klammer zu. Auch beim Gemüse gibt's viele Variationsmöglichkeiten. Fein schmeckt auch Kohlrabi, Klammer auf, in feine Stifte schneiden, Klammer zu, Paprikaschoten, Klammer auf, in feine Streifen schneiden, Klammer zu, oder ein Kote Linsensuppe. Zubereitung gleich Portion, ca. 295 Kilokalorien, 15 Gramm EW, 11 Gramm F, 30 Gramm KH, für zwei Personen VVI. Ebel-Staudensellerie 1, Gemüsebrühe, Klammer auf, Instant, Klammer zu, 2 Esslöffel Olivenöl, 120 Gramm rote Linsen, 1 bis 2 Esslöffel Aceto-Balsamico-Salz, frisch gemahlene Pfeffer. 1. Die Zwiebel und den Knoblauch schälen und fein hacken, Klammer auf, siehe Spickzettel, Klammer zu. Die Öhrenre schälen längs in ca. 3 mm dicke Scheiben und diese schräg in 3 mm dicke Sifte schneiden. Die Selleriestange waschen und in feine Scheiben schneiden, ein paar Sellerieblätter zerzupfen und für die Deko beiseite legen. Für die Gemüsebrühe 1 gehäuften TL gekörnte Gemüsebrühe in 1/2 Klammer auf heißem Wasser auflösen. 2. Einen kleinen Suppentopf auf mittlerer Stufe erhitzen und das Öl hineingeben. Zwiebel und Knoblauch darin anbraten. Die Linsen dazugeben und 2 Uenter rühren mitbraten. Möhrenstifte und Sellerie unterrühren und mitbraten. Mit der Gemüsebrühe ablöschen, aufkochen und 10 bis kochen lassen, bis die Linsen weich sind, aber noch nicht ganz zerfallen. 3. Erst ein Esslöffel Aceto-Balsamico und je eine Prise Salz und Pfeffer unter die Suppe rühren probieren. Ganz nach Geschmack noch etwas mehr Salz, Pfeffer oder Essig hinzetken. Die Suppe auf 2 Tassen oder Schalen verteilen und mit den beiseite zerziehen Sellerieblättchen garnieren. Spaghetti Bolognese 25, Zubereitung 120 bis Kochen, pro Portion ca. 695 Kilokalorien, 37 Gramm EW, 21 Gramm F, 82 Gramm KH für 2 Personen, Klammer auf, TK-Vorrat für 2, Klammer zu, Zwiebel 1 Esslöffel, Tomatenmark, Knoblauch, Zehe, Salz, Möhre 2 bis 3, Peperoncini, Klammer auf, getrocknete 2 Stangen Staudensellerie, Chilischoten, Klammer zu, Rotwein oder Gemüsebrühe, 1 kleine Dose stückige Tomaten, Klammer auf, Instant, Klammer zu, Klammer auf, 400 Gramm, Klammer zu, 2 Esslöffel Olivenöl, 200 Gramm Spaghetti, 400 Gramm Rinderhackfleisch, 1 Stück Parmesan, Klammer auf, ca. 40 Gramm, Klammer zu, 1 die Zwiebel und den Knoblauch schälen und fein hacken, Klammer auf, siehe Spickzettel, Klammer zu. Die Möhre schälen, die Selleriestangen waschen und beides klein würfeln. Den Wein bereitstellen oder 1/2 Teelöffel gekörnte Gemüsebrühe in 1/4 Liter heißem Wasser auflösen. 2. Einen Schmortopf auf mittlerer Stufe erhitzen und das Öl hineingeben. Das Hackfleisch darin in 3 bis krümelig braten, das heißt jeweils anbraten, dann mit dem Pfannenwender zerteilen und umrühren, wieder anbraten und so weiter. Dann Zwiebel, Knoblauch, Tomatenmark und Gemüse, unterrühren und 2 mitbraten.
mit Salz würzen, die Peperoncini dazu bröseln, Wein oder Brühe und die Tomaten unterrühren, aufkochen und mindestens 20, besser eine Stunde bei kleiner Hitze zugedeckt köcheln lassen, gelegentlich umrühren. 3. Die Soße reicht für 4. Für 2 Personen in einem Topf 2 Liter Wasser aufkochen, 2 türkische Lire Salz hinzufügen und 200 Gramm Spaghetti nach Packungsangabe in ca. 10 bis fest kochen, in ein Sieb abgießen und in 2 tiefe Teller geben, je ein Viertel der Soße darauf geben, die Hälfte des Parmesans darüber reiben, die übrige Soße zu, bedeckt im Kühlschrank aufbewahren, Klammer auf 4 bis 5 Tage Klammer zu, oder einfrieren, Klammer auf ca. 4 Monate Klammer zu. Fischfilet in Senfsoße 25 Zubereitung pro Portion ca. 750 Kilokalorien 44 Gramm EW 37 Gramm F 57 Gramm KN für 2 Personen. 1. In einem Topf zugedeckt 11 Wasser aufkochen, 1,5 Teelöffel Salz hinzufügen und den Kochbeutel Reis darin nach Packungsangabe garen. Inzwischen die Gurke schälen, in dünne Scheiben hobeln, in einer Schüssel mit 1,5 TL Salz vermengen und 5 Wasser ziehen lassen. Dann mit den Händen ausdrücken und das Gurkenwasser weggießen. Die Gurken mit Essig und Öl vermischen und mit Pfeffer abschmecken. Die Fischfilets wie rechts beschrieben, vorbereiten. Die Zitrone heiß waschen und abtrocknen, erst 1,5 Teelöffel Zitronenschale fein abreiben, Klammer auf, siehe Spickzettel, Klammer zu, dann den Saft auspressen. Die Fischfilets salzen und mit 2 Esslöffel Zitronensaft beträufeln. 2. In eine Pfanne Sahne, Senf und Zitronenschale verrühren, aufkochen und 2 bei großer Hitze einkochen lassen. Mit je eine Prise Salz und Zucker würzen. Die Fischfilets einlegen und zugedeckt bei kleiner Hitze 3 bis garen. Vorsichtig wenden und in 3 bis fertig garen, Klammer auf, die Garzeit hängt von der Dicke der Fischfilets ab, Klammer zu. 3. Den Kochbeutel herausheben, aufschneiden und den Reis in eine Schüssel Dill waschen und trocken schütteln, die Spitzen abzupfen, fein hacken und unziehen, Reis mischen. Den Reis auf 2 Teller geben, die Fischfilets daneben anrichten. Und die Senfsoße darüber geben, mit dem Gurkensalat servieren. Hühnersuppe mit Nudeln 45 Zubereitung 11 Stunden 30 kochen bei 6 Portionen pro Portion ca. 495 Kilokalorien 30 Gramm EW 28 Farad 31 Gramm KH für 4 bis 6 Personen Suppenhuhn Klammer auf ca. 1,2 Kilogramm Klammer zu, eine türkische Lira schwarze Pfefferkörner Suppengrün Klammer auf aus Möhre. 1 Streifen Bio-Zitronenschale Lauch Sellerieknolle Salz Petersilienwurzel Klammer zu, eine Zwiebel 2 Zweige Thymian 250 Gramm feine Suppennudeln 1 Lorbeerblatt 1 Buntschnittlauch 1 Das Huhn innen und außen kalt abspülen, in einen großen Suppentopf geben und mit ca. 2,5 Liter Wasser bedecken. Das Suppengrün waschen bzw. schälen, alles grob würfeln und hinzufügen. Den Thymian waschen und mit dem Lorbeerblatt, den Pfefferkörnern, der Zitronenschale und eine türkische Lira Salz in den Topf geben. 2. Die Zwiebel ungeschält quer halbieren mit den Schnittflächen ohne Fett in eine Pfanne bei mittlerer Hitze ca. 5 dunkelbraun anrösten, Klammer auf 1 Klammer zu, dann in den Topf geben. Die Brühe aufkochen und den aufsteigenden Schaum mit einem Löffel abschöpfen, Klammer auf 2 Klammer zu. Die Suppe ca. 1,5 Stunden bei kleiner Hitze halb zugedeckt kochen lassen. Dann das Huhn herausnehmen und etwas abkühlen lassen. Die Brühe durch ein feines Sieb in einen anderen Topf abgießen, das Gemüse wegwerfen. Die Brühe bei mittlerer Hitze weiter kochen lassen, bis alles fertig ist. 3. Die Suppennudeln nach Packungsanweisung in Salzwasser kochen, in ein Sieb abgießen und abtropfen lassen. Den Schnittlauch waschen, trocken schütteln und in feine Röhrchen schneiden. Das Huhn mit einem scharfen Messer zerteilen, Klammer auf 3 Klammer zu. Die Haut abziehen und wegwerfen. Das Fleisch von den Knochen lösen und in mundgerechte Stücke schneiden. Nudeln und Fleisch auf Suppenteller verteilen. Die Suppe mit Salz abschmecken und darüber schöpfen. Mit Schnittlauch bestreuen. 3 Irnen Haselnuss Crumble Zubereitung 25 Backen, A 640 Kilokalorien 5 Gramm EW 36 Gramm F
54 Gramm kH für 4 Personen Zitrone E-Butterreife Birnen, Klammer auf 800 Gramm, Klammer zu, E-Zucker für die Streusel 80 Gramm Mehl 80 Gramm geriebene Haselnüsse 2 Esslöffel, Zuckersalz I-4 türkische Lire Zimtpulver 60 Gramm kalte Butter außerdem 4 ofenfeste Förmchen, Klammer auf ca. 12 cm 0 Klammer zu, 4 Kugeln Vanilleeis zum dazu essen. 1. Die Zitrone auspressen. Die Butter in einem kleinen Töpfchen zerlassen, Klammer auf oder bei niedrigster Wattzahl in der Mikrowelle, Klammer zu. Die Birnen vierteln schälen, vom Kerngehäuse befreien und die Viertel in Spalten schneiden. Die Birnen spalten in einer Schüssel mit Zitronensaft, Zucker und der flüssigen Butter mischen. Auf die Förmchen verteilen. 2. Den Backofen auf 180 Grad, Klammer auf Umluft 160 Grad, Klammer zu, vorheizen. Für die Streusel das Mehl und die geriebenen Haselnüsse auf der Arbeitsfläche mischen. Den Zucker, 1 kleine Prise Salz, Klammer auf, schafft bei Süßem ein feines Gegengewicht, Klammer zu, und das Zimtpulver untermischen. Die kalte Butter klein würfeln und alles mit den Händen zu krümeligen Streuseln verkneten. Die Streusel über die Birnen verteilen. 3. Die Birnen-Haselnuss-Crumblies im heißen Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, ca. 25 backen, bis die Streusel goldbraun und knusprig sind. Aus dem Ofen holen und je eine Kugel Vanilleeis darauf geben. Das Dessert sofort servieren, ehe das Eis schmilzt. Gut zu wissen, wer keine kleinen ofenfesten Förmchen besitzt, kann den Crumble natürlich auch in einer größeren Form zubereiten. Er ist allerdings nicht ganz einfach zu portionieren. Am besten mit einem Pfannenwender teilen und die Portionen damit auf Teller heben. Varianten Crumblies sind einfach unwiderstehlich, vor allem wegen der herrlichen Kombination aus saftigen Früchten und knusprigen Streuseln. Je nach Saison kann man auch andere Früchte verwenden. Der Sommer lockt mit saftig süßen Aprikosen, 600 Gramm waschen halbieren Entsteinen und mit 1 Esslöffel Zucker und dem Saft einer Zitrone vermischt in die Förmchen geben. Für die Streusel 80 Gramm Mehl mit 80 Gramm geriebenen Mandeln, 2 Esslöffel Zucker, 1 kleinen Prise Salz und 60 Gramm kalter Butter verkneten. Im Herbst 600 Gramm halbierte und entsteinte Zwetschgen mit 1 Esslöffel Zucker, 1 Viertel Teelöffel Zimtpulver und 2 bis 3 Esslöffel Zwetschgenwasser mischen und für die Streusel 80 Gramm Mehl und 80 Gramm fein gehackte Walnüsse mit 2 Esslöffel Zucker, 1 kleinen Prise Salz und 6 Zuckerlasalat mit Tomatenkrostini 7 Reitumla. 380 Kilokalorien 11 Gramm EW 27 Gramm F 23 Gramm KH für 4 Personen erhieren E gleich unterstrich Eomate I Neisweinessig unterstrich Z 21 gemahlener Pfefferzucker 4 Esslöffel Olivenöl für die Crostini 1 Kugel Mozzarella 4 getrocknete Tomaten Klammer auf in 2001 Klammer zu 2 Stiele Basilikum 1. Die Pinienkerne in einer Pfanne bei kleiner Hitze ohne Fett goldbraun rösten, Klammer auf aufpassen, dass sie nicht verbrennen, Klammer zu, und abkühlen lassen. Den Rucola waschen, die harten Stiele entfernen, die Blätter kleiner zupfen und in einem Sieb abtropfen lassen. 2. Für das Dressing die Tomate heiß überbrühen, kalt abschrecken, Häuten entkernen und das Fruchtfleisch klein würfeln, Klammer auf, siehe Spickzettel, Klammer zu. Den Essig mit je 1 kräftigen Prise Salz und Pfeffer 1 kleinen Prise Zucker, dem Olivenöl und den Tomatenwürfeln in ein Schraubglas geben und kräftig durchschütteln. 3 für die Crostini den Mozzarella abtropfen lassen und klein würfeln. Die getrockneten Tomaten abtropfen lassen und ebenfalls fein würfeln. Das Basilikum waschen und trockenschütteln, die Blätter abzupfen und fein schneiden. Mozzarella und Tomatenwürfelchen mit dem Basilikum vermengen, das Tomatenöl untermischen und die Mischung mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Backofen auf 200 Grad, Klammer auf Umluft 180 Grad, Klammer zu, vorheizen, ein Blech mit Backpapier belegen, das Baguette in 12 Scheiben schneiden, die Mozzarella-Mischung darauf geben und am besten mit den Händen festdrücken. Die Crostini mit etwas Abstand auf das Blech legen und in 6 bis im heißen Ofen, Klammer auf oben, Klammer zu, goldbraun backen. 5. Inzwischen den Rucola auf 4 Teller verteilen. Das Dressing noch einmal durchschütteln und mit einem Löffel über dem Rucola verteilen.
die Pinienkerne darüber streuen, die Crostini aus dem Ofen nehmen, je drei auf jeden Tellerrand setzen und die Vorspeise sofort servieren. Variante würziger schmeckt's, wenn man statt des milden Mozzarellas 120 Gramm Ziegenweichkäse, Klammer auf zum Beispiel in der Rolle, Klammer zu, nimmt, in feine Würfel schneiden und diese mit den Tomatenwürfelchen und den fein gehackten Blättchen von drei Stielen, frischem Oregano vermischen. Schweinebraten mit Lorbeerkartoffeln unterstrich jede Reitung i ca. 11 Zweitelstunden Garzeit la. 770 Kilokalorien, 46 Gramm EW, 54 Gramm F, 25 Gramm KH, 4 Personen ne Schulter, Klammer auf ohne Schwar, 4 Zweige Rosmarin minus 400 Gramm für Tag 10 Klammer zu, 4 Zweige Thymian Nalener Pfeffer 1,2 Kilogramm festkochende Kartoffeln 10, Klammer auf inklusive ca. 400 Gramm für Tag 10 Klammer zu, 6 bis 8 frische Lorbeerblätter i unterstrich Eivenöl 1, den Backofen auf 180 Grad Klammer auf Umluft 160 Grad Klammer zu, vorheizen, das Fleisch kalt abwaschen, mit Küchenpapier trocken tupfen und rundherum mit Salz und Pfeffer würzen. Den Knoblauch und die Zwiebel schälen und fein hacken, Klammer auf Sierspickzettel Klammer zu. Einen Bräter auf mittlerer Stufe erhitzen, 2 Esslöffel Olivenöl hineingeben, den Braten darin in 5 bis von allen Seiten anbraten, Zwiebel und Knoblauch dazugeben und mitbraten, 100 ml Wasser angießen, die Kräuter waschen und dazulegen, den Bräter auf den Backofenrost stellen, Klammer auf Mitte Klammer zu, und den Braten offen 45 braten. 2 Inzwischen die Kartoffeln waschen, in einem Topf mit Wasser bedecken und in ca. 25 weich kochen, abgießen und abkühlen lassen. Den Schweinebraten wenden, wieder 100 ml Wasser angießen und 45 im Ofen weiterbraten. 400 Gramm Kartoffeln für Tag 10 in den Kühlschrank legen, den Rest pellen und halbieren. Die Lorbeerblätter waschen und gut abtrocknen. Eine große Pfanne auf mittlerer Stufe erhitzen und das übrige Olivenöl, Klammer auf 3 Esslöffel, Klammer zu, hineingeben. Kartoffeln und Lorbeerblätter darin unter regelmäßigem Wenden 8 bis braten. Zum Schluss salzen. 3 Den Braten aus dem Bräter nehmen und zugedeckt 10 ruhen lassen. Etwa 4 Thai für Tag 10 abschneiden. Den Rest in Scheiben schneiden und mit den Lorbeerkartoffeln auf 4 Tellern anrichten. Den Bratensaft über das Fleisch verteilen. Aprikosen waschen, abtrocknen, halbieren und entsteinen, Klammer auf Aprikosen aus Löpse abtropfen lassen, Klammer zu. Die Aprikosenhälften nebeneinander auf eine Platte, Klammer auf 1, Klammer zu, und ca. 2 Stunden ins Tiefkühlfach stellen. 4 schöne Gläser oder Servier ebenfalls ins Tiefkühlfach stellen. 2 Ein Stück Backpapier auf der Arbeitsfläche bereitlegen. Den Puderzucker durch ein feines Sieb gleichmäßig in eine Pfanne sieben und ohne Umrühren bei kleiner Hitze in 4 bis zu einem hellen Karamell schmelzen. Die Mandelstifte und Heryrin, Klammer auf 2 Klammer zu, und knapp darin karamellisieren. Das Ganze auf das Backpapier dünn ausstreichen und abkühlen lassen, Klammer auf 3 Klammer zu. 3 Die gefrorenen Aprikosen mit dem Zitronensaft und der Aprikosenkonfitüre in einen hohen Rührbecher geben und mit dem Pürierstab fein pürieren. Mascarpone oder Creme fraiche und nach Belieben den Aprikosenlikör dazugeben und untermixen, bis eine cremige Masse entsteht. Das Aprikoseneis mit einem Esslöffel portionieren und auf die eisgekühlten Gläser oder Schalen verteilen. Den Mandelkrokant mit den Fingern darüber brös. Tiroler Bröstl mit grünem Salat Zubereitung minus 7 und ca. 570 Kilokalorien, 32 Gramm EVV, 35 Gramm F, 30 Gramm KHFUR, 2 Personen, 2 Esslöffel Öl, Salz, frisch gemahlener Pfeffer, 1,5 Teelöffel ganzer Kümmel, Klammer auf nach Belieben, Klammer zu, für den Salat 1,5 Kopf Blattsalat, Klammer auf zum Beispiel Batavia, Klammer zu, 1,5 Bund Schnittlauch, 2 Esslöffel Weißweinessig, Salz, Zucker, frisch gemahlener Pfeffer, 1,5 Teelöffel mittelscharfer Senf, 4 Esslöffel Öl. 1 Die Kartoffeln pellen und in ca. 3 mm dicke Scheiben schneiden. Die Zwiebel schälen, längs halbieren und in Spalten schneiden, Klammer auf Sierspickzettel Klammer zu. Das Fleisch in feine Streifen schneiden.
Zwei dieser Salatblätter ablösen, waschen, in einem Sieb abtropfen lassen und in Stücke zupfen. Den Schnittlauch waschen, trocken schütteln und in Röhrchen schneiden. Aus Essig, Salz, Zucker, Pfeffer, Senf und Öl, wie auf Seite 16 beschrieben, in einer großen Schüssel eine Salatsauce zubereiten und den Schnittlauch untermischen. 3. Eine große Pfanne auf mittlerer Stufe erhitzen und das Öl hineingeben. Die Kartoffelscheiben einlegen und 3 bis offen anbraten. Die Kartoffeln mit einem Pfannenwender wenden. Die Zwiebeln und das 1. Ehe dazugeben mit Salz, Pfeffer und nach Belieben, mit Kümmel, würzen. 4 bis weiter braten, dabei noch einige Male wenden. Den abgetropften Salat zum Dressing geben und gut durchmischen. Das Gröstl auf 2 Teller verteilen und mit dem Salat servieren. Variante mit frischen Zutaten. So geht's mit frischen Zutaten, Klammer auf, dauert ca. 50 Minuten, Klammer zu. 400 Gramm festkochende Kartoffeln waschen, in einem Topf mit Wasser bedecken und in ca. 25 bei mittlerer Hitze weich kochen, abgießen und abkühlen lassen. Inzwischen den Salat vorbereiten. Dann die Kartoffeln pellen und in Scheiben schneiden. Eine Zwiebel schälen, längs halbieren und in feine Spalten schneiden. 300 Gramm Schweineschnitzel in mundgerechte Streifen schneiden. Eine große Pfanne erhitzen, Öl hineingeben und das Fleisch darin 2 bei mittlerer Hitze anbraten. Die Zwiebel dazugeben und alles unterrühren, 2 weiter braten. Mit Salz, frisch gemahlenem Pfeffer und 1,5 Teelöffel getrocknetem Majoran würzen. Die Kartoffelscheiben hinzufügen und alles in 6 bis bei mittlerer Hitze unter regelmäßigem Wenden braten, bis die Kartoffeln schön braun und knusprig sind. Auf Teller verteilen und mit dem Salat servieren. Couscous-Pfanne mit Joghurt, die 30 Zubereitung pro Portion ca. 450 Kilokalorien, 13 Gramm EVV, 18 Gramm F, 57 Gramm KH. Für 2 Personen Couscous, 2 Möhren, rote Paprikaschote, 1 Bund Frühlingszwiebeln, 1 Knoblauchzehe, 1 große rote Chilischote, 300 ml Gemüsebrühe, Klammer auf Instant, Klammer zu, 2 Esslöffel Olivenöl, 1 türkische Lira gemahlener Kreuzkümmel, 120 Gramm Couscous, Klammer auf Instant, Klammer zu, Salz für den Joghurt-Dip, 100 Gramm Joghurt, 1 Esslöffel Zitronensaft, 1 Esslöffel Olivenöl, Salz, Zucker. Die Möhren waschen oder schälen und zuerst längs in Scheiben, dann in feine Stifte schneiden. Die Paprikaschote halbieren, Stiel, Trennwände und Kerne entfernen. Die Hälften waschen und in feine Streifen schneiden. Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen und weiße und grüne Teile separat in feine Ringe schneiden. Den Knoblauch schälen und fein hacken, die Chilischote längs aufschneiden, entkernen und in feine Ringe schneiden, Klammer auf, alle 3 siehe Spickzettel, Klammer zu. Für die Gemüsebrühe 1 türkische Lira gekörnte Gemüsebrühe in 300 ml heißem Wasser auflösen. 2. Eine Pfanne auf mittlerer Stufe erhitzen und das Öl hineingeben. Die weißen Frühlingszwiebeln, den Knoblauch und die Chiliringe darin anbraten. Möhrenstifte und Paprikastreifen dazugeben und 2 unterrühren, mitbraten. Mit dem Kreuzkümmel würzen, mit der Gemüsebrühe ablöschen und aufkochen lassen. 3. Den Couscous dazugeben und unterrühren. Die Pfanne vom Herd nehmen und den Couscous zugedeckt nach Packungsangabe 5 bis quellen lassen. Inzwischen für den Dip den Joghurt mit Zitronensaft, Öl und je eine Prise Salz und Zucker verrühren. 5. Den Couscous mit einer Gabel auflockern, das Frühlingszwiebelgrün untermischen und das Gericht mit Salz abschmecken. Auf 2 Schalen oder tiefe Teller verteilen und den Joghurt-Dip als Klecks darauf setzen. Variante: Die feine Couscous-Pfanne lässt sich mit Kichererbsen variieren. Eine kleine Dose, Klammer auf 240 Gramm, Klammer zu, in ein Sieb abgießen, mit kaltem Wasser überbrausen und kurz abtropfen lassen. Mit dem Gemüse anbraten und mit der Gemüsebrühe ablöschen. Den Couscous wie beschrieben, einrühren und zugedeckt quellen lassen. Kichererbsen sind reich an pflanzlichem Eiweiß, sie machen das Gericht ein wenig gehaltvoller und sättigender. Eier mit grüner Soße, 30 Zubereitung pro Portion ca. 400 Kilokalorien, 20 Gramm EW, 22 Gramm F, 29 Gramm I kleiner als H für 2 Personen, vorwiegend festkochende 200 Gramm saure Sahne, Kartoffeln, 2 türkische Lire mittelscharfer Senf,
Salz, frisch gemahlener Pfeffereier, Klammer auf Größe M, Klammer zu, ca. 1 Esslöffel Zitronensaft, bunt gemischte Kräuter für grüne Soße, Klammer auf zum Beispiel Sauerampfer, Pimpinelle, Schnittlauch, Borretsch, Petersilie, Zitronenmelisse, Kerbel, Klammer zu, die Kartoffeln schälen, längs vierteln, in einem Topf mit Wasser bedecken und 1/3 Teelöffel Salz hinzufügen. Aufkochen und 12 bis bei mittlerer Hitze kochen lassen, bis die Kartoffeln weich sind. 2 Inzwischen die Eier anpieksen, in einen Topf geben, mit Wasser bedecken und aufkochen lassen. Ab dem Zeitpunkt, an dem das Wasser kocht, die Eier nach Wunsch 5 bis kochen lassen, Klammer auf sie rechts, Klammer zu. 3 Inzwischen die Kräuter waschen und trocken schütteln, die groben Stiele entfernen und die Blätter etwas zerkleinern. Die Kräuter mit der sauren Sahne und dem Senf in einen hohen Rührbecher geben und mit dem Pürierstab fein pürieren. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft würzig abschmecken. Die Kartoffeln in ein Sieb abgießen und abtropfen lassen. Die Eier mit einem Esslöffel herausnehmen, kurz unter dem kalten Wasserstrahl abschrecken, pellen und halbieren. Die Salzkartoffeln auf 2 Teller oder Schüsseln verteilen, mit Eiern und grüner Soße anrichten. Die Garnelen, falls Sie einen Darm haben, mit einem spitzen Messer am Rücken einritzen und den schwarzen Darmfaden entfernen, Klammer auf 1, Klammer zu. Die Schalotten und den Knoblauch schälen und beides getrennt fein hacken, Klammer auf, siehe Spickzettel, Klammer zu. Den Zucchino waschen und ohne Stielansatz längs in ca. 3 mm dicke Scheiben und diese dann schräg in ca. 3 mm dicke Stifte schneiden. Für die Gemüsebrühe 1/2 Teelöffel gekörnte Gemüsebrühe in 350 ml heißem Wasser auflösen. 2 Einen Topf erhitzen, das Öl hineingeben und die Schalotten darin bei mittlerer Hitze unterrühren, anbraten. Den Reis hinzufügen und mitbraten. Mit dem Weißwein ablöschen und diesen vollständig einkochen lassen, Klammer auf 2, Klammer zu. Ab jetzt immer, wenn der Reis die Flüssigkeit aufgesogen hat, ca. 1/4 der Brühe hinzufügen und auch zwischendurch regelmäßig rühren. 3 Eine Pfanne auf mittlerer Stufe erhitzen und 1 Esslöffel Butter darin zerlassen. Die Garnelen darin von allen Seiten bei mittlerer Hitze anbraten. Den Knoblauch und die Zucchini-Stifte dazugeben und 2 mitbraten. Leicht salzen und vom Herd nehmen, Klammer auf 3, Klammer zu. Nach 20 Min. Den Reis probieren, er soll noch ein wenig Biss haben. Wenn er fertig ist, mit Salz und Pfeffer abschmecken, die übrige Butter, Klammer auf 1 Esslöffel, Klammer zu, und die Garnelen-Zucchini-Mischung unterheben. Den Risotto 2 zugedeckt ruhen lassen. 26 Apfelmilchreis mit Zimtzucker. 30 Zubereitung pro Portion ca. 605 Kilokalorien, 17 Gramm EVV, 18 Gramm E, 93 Gramm KH für 2 Personen, 2 säuerliche Äpfel, Klammer auf zum Beispiel Boskop 7-Zucker oder Gravensteiner ca. 300 Gramm, Klammer zu, Rundkornreis 1 Esslöffel Butter, Bio-Zitronenschale 1/4 Teelöffel Zimtpulver, 1 die Milch mit 1 Esslöffel Zucker in einen Topf geben. Den Reis hinzufügen, die Zitrone heiß waschen, mit dem Sparschäler einen breiten Streifen abschälen, Klammer auf sie Spickzettel, Klammer zu, und dazugeben, Klammer auf, verleiht dem Milchreis eine frische Note, Klammer zu. 2 Die Milch aufkochen und bei kleiner Hitze 20 kochen lassen, dabei alle paar Min. Umrühren, damit nichts anlegen kann. Den Herd abschalten und den Milchreis zugedeckt quellen lassen, bis die Äpfel fertig sind. 3 Die Äpfel vierteln, schälen und das Kerngehäuse entfernen. Die Viertel in Spalten schneiden. Die Butter in eine Pfanne bei mittlerer Hitze zerlassen. Die Apfelspalten dazugeben und 2 bis unter Wänden braten. Den übrigen Zucker, Klammer auf 1 Esslöffel, Klammer zu, mit dem Zimtpulver mischen. Das Zitronenschalenstück aus dem Milchreis entfernen und die gebratenen Apfelspalten unterziehen. Den Apfelmilchreis auf 2 Schalen oder tiefe Teller verteilen, den Zimtzucker darüber streuen. 25 Zubereitung R, Klammer auf, Klammer zu, Portion ca. 250 Kilokalorien, 6 Gramm EW, 8 Gramm F, 37 Gramm KH für 4 Personen, reife Strauchtomaten, Klammer auf, ca. 400 Gramm, Klammer zu, ein kleines Bund Rucola Salz,
frisch gemahlener Pfeffer, 2 Knoblauchzehen, 3 Esslöffel Olivenöl, außerdem 6 Scheiben altbackenes CIA-Bar-Tabakpapier, Brot, Klammer auf, oder 12 Scheiben Baguette, Klammer zu, 1. Die Tomaten auf der runden Seite kreuzförmig einritzen und den Stielansatz auf der anderen Seite mit einem spitzen Messer herausschneiden, Klammer auf, 1. Klammer zu. Die Tomaten in kochendes Wasser legen, mit einem Schaumlöffel, Klammer auf, oder Pfannenwender, Klammer zu, herausheben, Klammer auf, 2, Klammer zu, und kurz unter fließendes kaltes Wasser halten, das nennt man kalt abschrecken. Dadurch löst sich die Haut und lässt sich mit dem kleinen Messer ganz einfach abziehen. Die Tomaten querhalbieren, die Samen entfernen, das geht am besten mit einem Teelöffel oder den Fingern. Die Tomatenhälften in kleine Würfel schneiden, Klammer auf, 3, Klammer zu, und in eine Schüssel geben. Mit Salz und Pfeffer würzen und das Olivenöl untermischen. 2. Den Backofen auf 200 Grad vorheizen und ein Blech mit Backpapier belegen. Die CIA-Butterscheiben halbieren, Klammer auf, Baguette-Scheiben ganz lassen, Klammer zu, auf dem Blech verteilen und im heißen Ofen, Klammer auf, Mitte, Klammer zu, von jeder Seite 3 bis rösten, bis sie knusprig und goldbraun sind. Inzwischen den Rucola in stehendem kaltem Wasser waschen, trocken schütteln und die groben Stiele abschneiden. In einem Sieb abtropfen lassen. 3. Die Knoblauchzehen schälen und längs halbieren. Die heißen Brotscheiben mit den frischen Knoblauchschnittflächen einreiben, die Tomatenwürfel darauf häufen und mit 28 grüner Spargel Mailänder Art 45 Zubereitung pro Portion ca. 200 Kilokalorien, 16 Gramm EVV, 12 Gramm F, 6 Gramm KA für 4 Personen an grüner Spargel, Klammer auf, 1,5 Kilogramm, Klammer zu, 1 Stück Parmesan, Klammer auf, ca. 40 Gramm, Klammer zu, Salz, Zucker, 4 frische Eier, Klammer auf, Größe M, Klammer zu, 3 türkische Lire Butter, frisch gemahlener Pfeffer, 1, den Spargel waschen, im unteren Drittel mit einem Sparschäler schälen, Klammer auf, 1, Klammer zu, und die Enden abschneiden. In einen weiten Topf, in dem die Stangen liegend Platz haben, ca. 5 cm hoch Wasser füllen. Je eine türkische Lira Salz, Zucker und Butter dazugeben und das Wasser aufkochen lassen. L. Den Spargel ins kochende Wasser geben und bei mittlerer Hitze, Klammer auf, das Wasser soll nur leise köcheln, Klammer zu, 8 bis garen. Inzwischen vom Parmesan mit dem Sparschäler feine Späne abhobeln, Klammer auf, 2, Klammer zu. Die übrige Butter, Klammer auf, 2 türkische Lire, Klammer zu, in eine Pfanne bei mittlerer Hitze zerlassen. Die Eier jeweils am Pfannenrand aufklopfen, die beiden Schalenhälften über der Pfanne öffnen und den Inhalt in die Pfanne gleiten lassen. Die Eier nebeneinander in die Pfanne setzen und in 3 bis zu Spiegeleiern braten. Die Pfanne vom Herd nehmen. 1. Den Spargel mit einem Pfannenwender aus dem Sud heben, kurz abtropfen lassen und auf 4 Teller verteilen. Die Spiegeleier leicht salzen und pfeffern, Klammer auf, 3, Klammer zu, mit dem Pfannenwender abteilen und je ein Spiegelei auf jede Spargelportion legen. Die Parmesanspäne darüber streuen. Tipp: Spargel aus der Grillpfanne, grünen Spargel, kann man auch in der Grillpfanne zubereiten. Zunächst den Backofen auf 70 Grad vorwärmen und eine Platte hineinstellen. Den Spargel wie beschrieben schälen, die Enden abschneiden und die Stängel mit einem scharfen Messer längs halbieren. Die Grillpfanne auf mittlerer Stufe erhitzen und die Stege mit Olivenöl einpinseln. Jeweils ca. ein Drittel der Spargelstangen in die Pfanne geben, Klammer auf, alle sollten auf den Stängel liegen, Klammer zu, und 2 bis braten, bis sie hübsche Grillstreifen haben. Mit einer Zange wenden und auf der anderen Seite weitere 2 bis braten. Leicht salzen, auf die Platte im Ofen geben und mit etwas Olivenöl beträufeln. Wenn alle Spargelstangen gebraten sind, die Spiegeleier zubereiten, die Parmesanspäne vorbereiten und den Spargel wie beschrieben, auf 4 Tellern anrichten. Satt im Bock, K40 Zubereitung pro Portion ca. 285 Kilokalorien, 90 Gramm EW, 11 Gramm F, 4 Gramm KA für 4 Personen, 2 Salbeiblätter, 6 Scheiben Parmaschinken, 6 dünne Kalbsschnitzel, Klammer auf, je ca. 100, Klammer zu, frisch gemahlener Pfeffer, Salz, 2 Esslöffel Olivenöl, 100 Milliliter Sherry Medium, Klammer auf, ersatzweise Saft von 1 Orange, Klammer zu, außerdem 12 Holzspießchen.
1. Die Salbeiblätter waschen und trockentupfen. Die Schinkenscheiben querhalbieren. Die Schnitzel mit Küchenpapier trockentupfen und querhalbieren, mit Pfeffer und wenig Salz, Klammer auf, der Schinken ist salzig, Klammer zu, würzen. Jeweils ein Salbeiblatt und ein halb Schinkenscheibe auf jedes Schnitzel legen und mit einem Holzspießchen feststecken. 2. Den Backofen auf 70 Grad vorheizen und eine Platte hineinstellen. Wer keine Riesenpfanne hat, brät die Schnitzelchen in 2 Portionen, jeweils die Pfanne erhitzen und ein Esslöffel Öl hineingeben. 6 Schnitzel mit der Schinkenseite hineinlegen und eine bis bei mittlerer Hitze anbraten, wenden und in eine bis fertig braten, Klammer auf, geht so schnell, weil die Schnitzel klein und dünn sind, Klammer zu. Die fertigen Schnitzel auf der Platte im Ofen warm halten. 3. Wenn alle Schnitzel gebraten sind, die Pfanne mit dem Bratensatz wieder erhitzen. Mit dem Sherry ablöschen und unterrühren. 2. Einkochen lassen. Alle Schnitzel in die Soße legen, die Pfanne vom Herd nehmen und die Schnitzel in der Soße 5 zugedeckt ziehen lassen. Je 3 Schnitzel mit etwas Soße auf jeden Teller geben. Tipp für die Zubereitung: Wer die Schnitzelchen zum Spargel macht, Klammer auf, anstelle der Eier, Klammer zu, sollte den Spargel vorbereiten und den Backofen auf 70 Grad vorheizen. Alle Zutaten fürs Schnitzel bereitstellen und das Fleisch vorbereiten. Den Spargel kochen und währenddessen die Schnitzel braten. Fertige Schnitzel im Backofen warm halten. So wird alles gleichzeitig fertig. Erdbeertrifte im Glas 20 Zubereitung pro Portion ca. 285 Kilokalorien 4 Gramm EW 18 Gramm F 24 Gramm KA für 4 Personen Erdbeeren eine Vanilleschote Klammer auf siehe Info Klammer zu 120 Gramm heller Biskuit Klammer auf fertig gekaufter Orange 150 Gramm Sahne Wiener Boden oder Madeleines 1 Esslöffel Zucker 4 Esslöffel Orangenlikör, Klammer auf nach Belieben, Klammer zu, ersatzweise heller Sandkuchen, Klammer zu, 1 die Erdbeeren waschen und auf Küchenpapier abtropfen lassen, die 4 schönsten für die Dekoration beiseite legen. Aus den übrigen die grünen Kelchblätter herausdrehen, die Beeren klein schneiden und in eine Schüssel geben. 2 die Orange auspressen. 4 Esslöffel Orangensaft und 1,5 Esslöffel Zucker zu den Erdbeeren geben und untermischen. Zugedeckt beiseite stellen, bis die Sahne geschlagen ist. 3. Die Vanilleschote mit einem spitzen Messer längs aufschneiden und das Mark mit dem Messerrücken aus den Schotenhälften herauskratzen. Sahne, übrigen Zucker, Klammer auf 1,5 Esslöffel, Klammer zu, und das Vanillemark in einen hohen Rührbecher geben und mit dem Handrührgerät, in 2 Biss aufschlagen, Klammer auf, siehe Spickzettel, Klammer zu, den Biskuit in die Gläser bröseln, den übrigen Orangensaft und nach Belieben, den Orangenlikör darüber träufeln. Zuerst die marinierten Erdbeeren samt Saft darauf verteilen, dann die Vanillesahne darauf geben und mit den beiseite gelegten Erdbeeren garnieren. V-Variante für ein Sherry-Trifte mit Himbeeren 200 Gramm Himbeeren vorsichtig waschen und auf Küchenpapier abtropfen lassen, Klammer auf, oder TK-Himbeeren auftauen lassen, Klammer zu. Wie beschrieben hellen Biskuit in die Gläser bröseln und mit je 3 Esslöffel Sherry-Medium beträufeln. Die Himbeeren darauf verteilen und die Vanillesahne darauf geben. Nach Belieben 1 Esslöffel Pistazienkerne grob packen und darüber streuen. Info: Vanilleschoten sind unvergleichlich aromatisch, leider aber auch teuer. Bei den meisten Rezepten in diesem Buch kann die Vanilleschote durch 1 Päckchen Vanillezucker ersetzt werden. Bei diesem Rezept lohnt es sich besonders, die Schote zu verwenden. Gut zu wissen, Trifles kann man sehr gut schon einige Stunden vor dem Essen zubereiten, ein wenig durchgezogen schmecken sie sogar noch besser. Die gefüllten Gläser, Klammer auf, ohne die Garnierung, Klammer zu, zum Schutz vor Kühlschrankgerüchen mit Frischhaltefolie abdecken und in den Kühlschrank stellen. 32 Nudelsalat mit Kirschtomaten 30 Zubereitung bei 6 Portionen pro Portion ca. 505 Kilokalorien 15 Gramm EW 20 Gramm F 66 Gramm für 4 bis 6 Personen 500 Gramm kurze Nudeln Klammer auf Spiralen Farfalle oder Penne Klammer zu 10 getrocknete Tomaten Klammer auf in Öl Klammer zu 1 und Basilikum 6 Esslöffel Salatmayonnaise Klammer auf 23
30% Fettgehalt, Klammer zu, eine Knoblauchzehe, 150 Gramm Kirschtomaten, 100 Gramm italienische Salami, Klammer auf, in dünnen Scheiben, Klammer zu, 100 Gramm schwarze Oliven, frisch gemahlene Pfeffer, in einem Topf 51 Wasser zugedeckt zum Kochen bringen, 5 türkische Lire Salz hinzufügen. Die Nudeln hineinschütten, einmal umrühren und nach Packungsanweisung in 2010 bis 12 Minuten offen kochen lassen. Dann in ein Sieb abgießen und kurz mit kaltem Wasser überbrausen, abtropfen und lauwarm abkühlen lassen. 2 Nährend die Nudeln kochen, die getrockneten Tomaten mit Küchenpapier abtupfen und fein würfeln. Das Basilikum waschen und trockenschütteln, die Blätter abzupfen und fein schneiden. Die Mayonnaise in einer Salatschüssel mit den getrockneten Tomaten und dem Basilikum verrühren. Den Knoblauch schälen und dazu pressen oder fein hacken und dazugeben, Klammer auf, siehe Spickzettel, Klammer zu. 3. Die Kirschtomaten waschen und vierteln, nach Belieben die Stielansätze entfernen. Die Salami in Stücke zupfen. Alles mit den abgetropften Nudeln und den Oliven unter die Tomaten, Basilikum, Mayonnaise mischen und mit Pfeffer abschmecken. Den Salat gleich essen oder zugedeckt in den Kühlschrank stellen. 30 vor dem Essen herausnehmen, damit er nicht zu kalt ist. Varianten statt Basilikum können Sie auch 1 und Rucola kalt waschen, trocken tupfen und die harten Stiele entfernen. Die Blätter klein zupfen und unter mischen. Statt Salami schmeckt auch 100 Gramm in feine Streifen geschnittener Schinken, Klammer auf, am besten luftgetrockneter wie Serrano oder Parmaschinken, Klammer zu. Wer den Salat als Beilage zum Grillfleisch isst, kann die Salami natürlich auch weglassen. Tipp für ein Sommerfest: Lassen Sie sich einen bunten Blattsalat mitbringen oder bereiten ihn nach dem Rezept von Seite 16 selber zu, Klammer auf, doppelte Menge, Klammer zu. Bereiten Sie dafür das Dressing wie beschrieben, in einem Schraubglas vor und stellen die Salatmischung in der Schüssel bereit. Kurz vor Beginn des Essens gießen Sie das Dressing drüber und mischen den Salat durch. Besonderes Topping, 2 bis 3 Esslöffel Pinienkerne ohne Fett in einem Pfännchen bei kleiner Hitze goldbraun rösten. Vorsicht, die aromatischen Samen verbrennen Nackensteaks vom Grill. 30 Zubereitung meint, 2 Stunden marinieren bei 6 Portionen pro Portion ca. 370 Kilokalorien, 27 Gramm EW, 29 Gramm F, 1 Gramm KH für 4 bis 6 Personen, 3 Zweige Rosmarin, 1 türkische Lira, getrockneter Oregano, frisch gemahlener Pfeffer, 2 Knoblauchzehen, 2 Bio-Zitronen, Salz, EL, Olivenöl, 8 Schweinenackensteak S, Klammer auf, je ca. 120 Gramm, Klammer zu, 1 den Rosmarin waschen und trockenschütteln, die Nadeln abstreifen und fein hacken, den Knoblauch schälen und durchpressen oder fein hacken, Klammer auf, siehe Spickzettel, Klammer zu, beides mit dem Öl und dem getrockneten Oregano verrühren, die Zitronen heiß abwaschen, abtrocknen und in dünne Scheiben schneiden, Klammer auf, 1, Klammer zu, 2, die Steaks trocken tupfen, kräftig pfeffern und im Würzöl wenden, mit den Zitronenscheiben im Wechsel in eine große Schüssel schichten, Klammer auf, 2, Klammer zu, und mindestens 2 Stunden zugedeckt im Kühlschrank durchziehen lassen. 3. Die Zitronenscheiben entfernen und wegwerfen, die Steaks mit Küchenpapier abtupfen und von jeder Seite 4 bis grillen, mit einer Zange wenden, Klammer auf, 3, Klammer zu, vor dem Servieren salzen. Varianten für Marinaden, es geht auch ohne frische Kräuter, einfach das 1 mit dem durchgepressten Knoblauch und 1 Esslöffel getrockneten Kräutern der Provence, Klammer auf, gibt's als fertige Mischung im Gewürzregal, Klammer zu, verrühren. Ebenfalls lecker, je eine türkische Lira Kreuzkümmelsamen und Korianderkörner im Mörser grob zerstoßen und mit dem Knoblauch unter das Öl rühren. Gut zu wissen, Salz oder nicht Salz, das ist hier die Frage. Geben Sie kein Salz in Marinaden. Es würde dem Fleisch den Saft entziehen und es trocken und faserig werden lassen. Das Phänomen lässt sich beobachten, wenn man ein Steak oder Schnitzel zu früh salzt und eine Zeit lang liegen lässt. Es bilden sich kleine Tröpfchen an der Oberfläche, die aussehen, als würde das Fleisch schwitzen. Manche Köche salzen Fleisch grundsätzlich nach dem Braten.
Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Bei kurz gebratenem Fleisch wie Schnitzel oder Steak ist beides möglich. Sie können die Stücke also entweder kurz, Klammer auf 1, Klammer zu, vor dem Braten salzen oder das Salz, Klammer auf zum Beispiel grobkörniges Meersalz, Klammer zu, auf das fertige Gericht streuen. Große Braten sollte man immer vor der Zubereitung salzen. Aus Salz und Fleischeiweiß bilden sich beim Anbraten im Fett nämlich köstliche Röstaromen, die man später nicht mehr so gut hinbekommt. Grillgemüse und Folienkartoffeln mit die 3. Eine Stunde Zubereitung bei 6 Portionen pro Portion ca. 195 Kilokalorien 3 Gramm EVV 16 Gramm F 9 Gramm KH für 4 bis 6 Personen für das Gemüse für die Kartoffeln 2 Zucchini 4 bis 6 große mehlig kochende Kartoffeln 4 Esslöffel Olivenöl Klammer auf je ca. 300 Gramm Klammer zu eine türkische Lira getrockneter Thymian 1 bis 2 Esslöffel Olivenöl eine Knoblauchzehe Salz 2 bis 3 Rispen Kirschtomaten für den Dip, Klammer auf ca. 250 Gramm Klammer zu, je 100 Gramm Joghurt und Schmand 1 Esslöffel, Zitronensaft 1 Esslöffel Olivenöl Salz, frisch gemahlene Pfeffer, Zucker 1 und Schnittlauch außerdem Alu-Grillschalen Alufolie. 1. Die Zucchini waschen und ohne den Stielansatz schräg in ca. 1,5 cm dicke Scheiben schneiden. Das Öl mit dem Thymian verrühren, den Knoblauch schälen und dazu pressen oder fein hacken, Klammer auf, siehe Spickzettel, Klammer zu, und unterrühren. Die Tomatenrispen vorsichtig waschen, auf Küchenpapier abtropfen lassen und je nach Personenzahl, in 4 bis 6 kleine Rispen teilen. 2. Die Kartoffeln gründlich waschen, Klammer auf, eventuell abbürsten, Klammer zu, und abtrocknen. Rundherum einige Male mit einer Gabel einstechen und mit etwas Öl einreiben. Jede Kartoffel in ein Stück Alufolie wickeln. Sobald das Grillfeuer soweit ist, die Folienkartoffeln in die Glut legen und ca. 45 garen. 3 für den Dip Joghurt und Schmand mit dem Zitronensaft, dem Öl und je eine Prise Salz, Pfeffer und Zucker verrühren. Den Schnittlauch kaltwaschen, trocken schütteln, in feine Röhrchen schneiden und unterrühren. 1 ca. 15 bevor die Kartoffeln fertig sind, die Alu-Grillschalen mit etwas Würzöl einstreichen und das Gemüse darin verteilen. Die Schalen eher an den Rand des Grills stellen und das Gemüse mit dem Würzöl bestreichen. 10 bis grillen, dabei gelegentlich wenden. Zum Schluss leicht salzen. 5. Die Kartoffeln mit einer Zange aus dem Feuer holen, mit Topfhandschuhen die Folie öffnen und die Kartoffeln aufbrechen. Leicht salzen und jeweils 1 Klecks Schnittlauchdip draufsetzen. Mit dem Gemüse, Klammer auf und den Steaks von Seite 68, Klammer zu, servieren. Zeitplan für das Sommermenü. Die Steaks kann man schon am Vorabend einlegen. Circa 2 Stunden vor dem Essen mit den Vorbereitungen anfangen, ein Nudelsalat zubereiten. 2 Grillfeuer entfachen. 3 Kartoffeln, Gemüse und Dip vorbereiten. 4 Kartoffeln in die Glut. 5:30 später das Gemüse am Rand und die Steaks in der Grillmitte zubereiten. Als sommerlich erfrischenden Abschluss. 35 für 4 Personen Bio-Orange 1 Esslöffel Tomatenmark Knoblauchzehe 1 gehäufter TL gemahlene große rote Chilischote, Kreuzkümmel 800 Gramm Kalbsgulasch Salz 600 Gramm Hokkaido Kürbis außerdem 1 große Zwiebel knuspriges Fladenbrot, zum dazu essen 3 Esslöffel neutrales Öl die Orange heiß abwaschen und abtrocknen. Erst die Schale fein abreiben, Klammer auf, siehe Spickzettel, Klammer zu, dann den Saft auspressen. Den Knoblauch schälen, die Chilischote längs aufschneiden, entkernen und waschen. Beides fein hacken bzw. schneiden, Klammer auf, siehe Spickzettel, Klammer zu. Das Fleisch mit Küchenpapier trocken tupfen und in einer Schüssel mit Orangenschale, Knoblauch und Chili vermengen, Klammer auf 1, Klammer zu. 2. Den Kürbis gründlich waschen und abtrocknen, dann mit einem großen Messer halbieren, die Fasern und Kerne mit einem Löffel herauskratzen und wegwerfen. Die Hälften samt Schale in ca. 2 cm große Würfel schneiden, Klammer auf, 2 Klammer zu. Die Zwiebel schälen und fein würfeln, Klammer auf, siehe Spickzettel, Klammer zu. 3. Einen Topf auf mittlerer Stufe erhitzen und das Öl hineingeben. Das Fleisch darin 3 rundherum anbraten.
Wenn das Fleisch schön goldbraun ist und keine hohen Stellen mehr zu sehen sind, Zwiebel, Tomatenmark, Kreuzkümmel und ein Viertel Teelöffel Salz unterrühren, mitbraten. Den Kürbis dazugeben und unterrühren, Klammer auf, 3 Klammer zu. Mit dem Orangensaft und 100 ml Wasser ablöschen und 20 bei mittlerer Hitze zugedeckt schmoren lassen, gelegentlich umrühren. Mit Salz abschmecken und mit knusprigem Fladenbrot servieren. 30 Zubereitung 11,5 Stunden Schmoren pro Portion ca. 250 Kilokalorien 17 Gramm EW 10 Gramm F 26 Gramm KA für 4 Personen Rindergulasch 2 große Zwiebeln Knoblauch CTL ganze Kümmel 1 Esslöffel Butterschmalz 1 Esslöffel edelsüßes Paprikapulver EL Essig Salz frisch gemahlener Pfeffer, Tomatenmark, getrockneter Majoran, Brötchen zum Dazuessen, 1 Fleisch mit Küchenpapier, Trockentupfen. Die Zwiebeln schälen in Hacken, Klammer auf, siehe Spickzettel, Klammer zu. Den Knoblauch schälen und mit dem Ei fein hacken. Schmalz in einem Topf oder Schmortopf bei mittlerer Hitze zer die Zwiebeln darin in 3 bis unter, rühren goldgelb anbraten. Paprikapulver unterrühren mit dem Essig und 4 Esslöffel Wasser Bleu unterstrich und in 1 bis 1 kochen lassen. Lösch salzen und pfeffern hinzufügen und 5 untergehen umrühren anbraten. Die Knoblauchkümmelmischung, das Mark und den Majoran dazugeben und mitbraten. Mit minus 1 Wasser ablöschen, aufkochen und das Gulasch, zugedeckt bei Hitze ca. 1,5 Stunden schmoren lassen, gelegentlich umrühren. Mit Genbrötchen servieren. Gut zu wissen, für ein saftiges Gulasch eignet sich Fleisch von der Rinderwade am besten, Fleisch aus Hüfte oder Schulter geht auch. Der Metzger schneidet es auf Wunsch auch gleich in ca. 3 cm große Würfel. Keine Sorge übrigens wegen der langen Garzeit. Sie müssen nur gelegentlich, Klammer auf ca. alle 20 Klammer zu, umrühren, ansonsten macht sich das Gulasch so gut wie von selbst. Zu viel Salz erwischt, das hilft. Das Gulasch ist versalzen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, es zu retten. Man kann beispielsweise was.ser an das Gulasch geben, das nennt man die Soße verlängern. Dadurch geht natürlich auch Aroma verloren, also das Gulasch eventuell mit Pfeffer, Majoran oder Essig nachwürzen. Mit der gleichen Methode lassen sich auch versalzene Suppen retten. Möglichkeit 2, Sahne angießen, Klammer auf erst wenig und bei Bedarf mehr Klammer zu, und etwas einkochen lassen. Aus dem Gulasch würde dadurch ein Rahmgulasch. Auf diese Weise werden auch cremige Suppen milder. Trick Nummer 3, Kartoffeln saugen Salz auf. Je nach Menge, Klammer auf und Salzgehalt, Klammer zu, 1 bis 3 große Kartoffeln schälen und in ca. 3 cm grobe Würfel schneiden. Die Gulaschsoße mit etwas Wasser verlängern, die Kartoffelwürfel unterrühren und ca. 10 bei kleiner Hitze mitkochen lassen. Minus 4 den Kartoffeltrick kann man bei Suppen und Soßen übrigens auch anwenden, wenn die Kartoffeln nicht zum Gericht passen, dann die Kartoffeln in grobe Stücke schneiden, Klammer auf, damit man sie besser wieder herausfischt. Bratäpfel mit Marzipanfüllung 20 Zubereitung 45 Backen pro Portion ca. 290 Kilokalorien 3 Gramm EVV 17 Gramm F 26 Gramm KA für 4 Personen Rotzitrone 4 säuerliche Äpfel, Klammer auf zum Beispiel Boskop 40 Gramm Butter. Walnusshälften oder Braubeeren, Klammer zu, außerdem Marzipanrohmasse 100 ml Weißwein, Klammer auf ersatzweise Apfelsaft, Klammer zu, ofenfeste Form 1, die Zitrone heiß waschen, abtrocknen und 1,5 Teelöffel Schale fein abreiben, Klammer auf, siehe Spickzettel, Klammer zu, anschließend den Saft auspressen, die Walnüsse grob hacken. Die Marzipanmasse mit der Zitronenschale und den Walnüssen mit den Händen verkneten und in 4 Portionen teilen. 2. Den Backofen auf 180 Grad, Klammer auf Umluft 160 Grad, Klammer zu, vorheizen. Die Äpfel waschen und abtrocknen. Von oben den Stiel mit einem spitzen Messer herausschneiden. Das Kerngehäuse ebenfalls herausschneiden, das geht am besten mit einem Apfelausstecher, Klammer auf, falls vorhanden, Klammer zu, oder dem kleinen spitzen Messer. Am Ende soll eine Höhlung von ca. 1,5 cm Durchmesser entstanden und das Kerngehäuse vollständig entfernt sein. Die Höhlung mit je 1 Esslöffel Zitronensaft ausreiben.
die Äpfel nebeneinander in eine ofenfeste Form setzen und die Marzipanmischung in die Äpfel drücken, den Weißwein darüber gießen und die Butter in kleinen Stücken auf den Äpfeln verteilen. Die Bratäpfel im heißen Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, ca. 45 backen. Tipp: Die Bratäpfel lassen sich gut vorbereiten und müssen dann nur noch in den Ofen geschoben werden, während sich alle das Ragout oder Gulasch schmecken lassen. Varianten: Statt der Zitrone und dem Wein oder Apfelsaft können Sie auch eins die Orange verwenden, die Orange heiß waschen, abtrocknen, von einer Hälfte die Schale fein abreiben und den Saft auspressen. Die Orangenschale wie beschrieben mit den gehackten Walnüssen unter das Marzipan kneten und die Äpfel damit füllen. Den Orangensaft dazu gießen, Butterstückchen auf die Äpfel setzen und diese im heißen Ofen backen. Statt mit der Marzipanmischung kann man die Äpfel auch mit Preiselbeeren füllen, die ausgehöhlten Äpfel mit Zitronensaft ausreiben, in die Form setzen und mit je ein Esslöffel Preiselbeeren, Klammer auf, aus dem Glas, Klammer zu, füllen. Die Äpfel mit zerlassener Butter bestreichen und je eine türkische Lira Mandelstifte so darauf streuen, dass sie an den Äpfeln haften bleiben. 38 Kürbiscremesuppe. 45 Zubereitung pro Portion ca. 135 Kilokalorien, 2 Gramm EW, 6 Gramm F, 16 Gramm KH für 4 Personen. 1 kleiner Hokkaido Kürbis, Klammer auf, ca. 1 Kilogramm, Klammer zu, eine Zwiebel, 2 säuerliche Äpfel, Klammer auf, zum Beispiel Braeburn oder Boskop, Klammer zu, 3 Viertel Liter Gemüsebrühe, Klammer auf, Instant, Klammer zu, 2 Esslöffel Öl, Salz, frisch gemahlener Pfeffer, frisch geriebene Muskatnuss, 1 bis 2 Esslöffel Zitronensaft, 4 Esslöffel Kürbiskernöl, Klammer auf, nach Belieben, Klammer zu. 1. Den Kürbis gründlich waschen und abtrocknen. Mit einem großen Messer halbieren, die Fasern und Kerne mit einem Löffel herauskratzen und wegwerfen. Die Hälften samt Schale, wie auf Seite 72 gezeigt, in Stücke schneiden, Klammer auf, die Stücke müssen nicht gleich groß sein, weil sie später ohnehin püriert werden, Klammer zu. Die Zwiebel schälen und fein würfeln, Klammer auf, siehe Spickzettel, Klammer zu. Die Äpfel vierteln, schälen, das Kerngehäuse herausschneiden und die Viertel grob zerkleinern. 2 türkische Lire gekörnte Gemüsebrühe in 3/4 Liter heißem Wasser auflösen. 2. Einen Suppentopf auf mittlerer Stufe erhitzen, das Öl hineingeben und die Zwiebel darin anbraten. Kürbis und Äpfel hinzufügen und 2 mitbraten. Die Gemüsebrühe dazu gießen, aufkochen und bei mittlerer Hitze zugedeckt ca. 20 kochen lassen. 3. Den Topf vom Herd nehmen und die Suppe mit dem Pürierstab fein pürieren. Mit Salz, Pfeffer, eine Prise Muskatnuss und etwas Zitronensaft würzig abschmecken, Klammer auf, auch hier mit kleinen Mengen beginnen, probieren und sich an die ideale Würze herantasten, Klammer zu. Die Kürbissuppe auf 4 Suppenschalen oder tiefe Teller verteilen und wenn gewünscht, je ein Esslöffel Kürbiskernöl darüber träufeln. Variante: Für eine Kartoffelsuppe für 4 Personen 2 Möhren schälen und in dünne Scheiben schneiden. Von 1 dünnen Stange Lauch die Wurzeln und einen Teil des dunklen Grüns entfernen. Die Stange längs aufschlitzen, gründlich waschen und in dünne Ringe schneiden. 500 Gramm mehlig kochende Kartoffeln schälen und ca. 3 cm groß würfeln. In einem Topf 2 Esslöffel Öl erhitzen. Die Möhren und den Lauch darin 2 unterrühren, anbraten. Die Kartoffeln hinzufügen und 3/4 Liter Gemüsebrühe dazu gießen. Aufkochen und ca. 15 zugedeckt bei mittlerer Hitze kochen lassen. Den Topf vom Herd nehmen und alles mit einem Kartoffelstampfer grob zerkleinern, Klammer auf, nicht mit dem Pürierstab, Klammer zu. Die Kartoffelsuppe mit Salz, Pfeffer und 1 Prise Muskatnuss abschmecken. Wer mag, streut vor dem Servier in der Rouladen M. Petersilienkartoffeln. 45 Zubereitung i 1 Stunde schmoren pro Portion ca. 505 Kilokalorien, 16 Gramm EW, 28 Gramm F, 44 Gramm KN für 4 Personen. Für die Rouladen 4 Zwiebeln, 2 Gewürzgurken, Klammer auf, aus dem Glas, Klammer zu, 100 Gramm durchwachsene Räucherspeck, Klammer auf, ohne Schwarte, Klammer zu, 4 dünne Rinderrouladen, Klammer auf, je ca. 180 Gramm, Klammer zu, Salz,
frisch gemahlener Pfeffer, 2 Esslöffel mittelscharfer Senf, 400 ml Fleisch oder Gemüsebrühe, Klammer auf Instant, Klammer zu, 2 Esslöffel neutrales Öl, 1 gestrichener EL-Mehl für die Petersilienkartoffeln, 800 Gramm festkochende Kartoffeln, Salz 1, Bund Petersilie 1 Esslöffel, Butter außerdem Holzspießchen oder Küchengarn. 1 für die Rouladen, die Zwiebeln schälen und fein hacken, Klammer auf, siehe Spickzettel, Klammer zu. Gewürzgurken und Speck in Streifen schneiden. Die Rouladen auf der Arbeitsfläche ausbreiten, mit Küchenpapier trocken tupfen, salzen und pfeffern. Mit je Y2EL Senf bestreichen und je 2 Esslöffel Zwiebelwürfel darauf streuen, Klammer auf, den Rest beiseite stellen, Klammer zu, Klammer auf 1, Klammer zu. Mit Speck und Gurkenstreifen belegen, dabei einen Rand von ca. 2 cm freilassen. Die Rouladen von der Schmalseite her fest aufrollen, die Seiten dabei nach innen schlagen, so dass die Füllung nicht herausquellen kann, Klammer auf, 2 Klammer zu. Mit Spießchen feststicken oder mit Küchengarn binden. Eine türkische Lira gekörnte Brühe in 400 ml heißem Wasser auflösen. 2 einen Topf oder Schmortopf auf mittlerer Stufe erhitzen, das Öl hineingeben und die Rouladen darin bei mittlerer Hitze auf allen Seiten 4 bis anbraten, Klammer auf, 3 Klammer zu. Herausnehmen, die übrigen Zwiebeln anbraten und mit der Hälfte der Brühe ablöschen. Die Rouladen wieder hineinlegen und zugedeckt bei kleiner Hitze ca. eine Stunde schmoren, dabei alle 15 die Soße umrühren und nach die übrige Brühe dazugießen. Inzwischen die Kartoffeln schälen und in ca. 3 cm große Würfel schneiden. In einen Topf geben, knapp mit Wasser bedecken und 1,5 Teelöffel Salz hinzufügen. Kartoffeln 15 vor Ende der Rouladengarzeit auf den Herd setzen, aufkochen und bei mittlerer Hitze zugedeckt 10 bis kochen lassen. Inzwischen die Petersilie waschen und trocken schütteln, die Blätter abzupfen und fein schneiden. Die Kartoffeln in ein Sieb abgießen, sofort zurück in den Topf geben und Petersilie und Butter dazugeben. Den Deckel auflegen und den Topf kräftig rütteln, bis alle Kartoffelstücke mit Petersilienbutter umhüllt sind. Die Rouladen auf 15 Zubereitung eine Stunde kühlen pro Portion ca. 435 Kilokalorien, 8 Gramm EW, 36 Gramm F, 21 Gramm KH für 4 Personen, 200 Gramm Sahne, außerdem 1 Päckchen Vanillezucker, ein paar Früchte zum Dekorieren, 200 Gramm Zartbitterschokolade, Klammer auf, zum Beispiel Kiwis, Physalis, Klammer zu, Klammer auf, 70% Kakaoanteil, Klammer zu, 3 frische, zimmerwarme Eiweiß, die Sahne mit dem Vanillezucker in einen hohen Rührbecher geben und mit dem Handrührgerät in ca. 2 steif schlagen, Klammer auf, siehe Spickzettel, Klammer zu. Die Schokolade grob hacken bzw. in Stücke brechen. Für ein heißes Wasserbad in einen größeren Topf 5 cm Hochwasser füllen und erhitzen. Die Schokolade in einen kleineren Topf oder eine Metallschüssel geben, diesen über das siedende Wasser hängen, Klammer auf 1, Klammer zu, und die Schokolade langsam schmelzen lassen. Die zimmerwarmen Eiweiße mit dem Schneebesen in ca. 3 zu weichem Schnee schlagen, Klammer auf, 2, Klammer zu. Das macht ein bisschen mehr Mühe als mit dem Handrührgerät, Klammer auf, siehe Spickzettel, Klammer zu, aber mit dem Schneebesen schlägt man mehr Luft unter die Masse. Klammer auf, und weil anschließend die warme Schokolade untergerührt wird, sollten die Eier zimmerwarm sein. Klammer zu, die geschmolzene Schokolade zum Maischnee geben und mit dem Teigspatel unterziehen, das heißt mit sanften Bewegungen unterheben, so dass die Masse schön luftig bleibt. Die Schlagsahne darauf häufen und ebenso sanft unterheben, Klammer auf, 3, Klammer zu. Die muss auf 4 Gläser oder Schalen verteilen und zugedeckt eine Stunde in den Kühlschrank stellen. Die Früchte waschen bzw. schälen, klein schneiden und die muss auch Schokolade damit garnieren. Gemüse Antioasti 45 Zubereitung pro Portion ca. 285 Kilokalorien, 6 Gramm EW, 26 Gramm F, 6 Gramm KH für 2 Personen, 1 kleine Aubergine, Klammer auf, 250 Gramm, Klammer zu, Salz, 1 mittelgroßer Zucchino, Klammer auf, ca. 200 Gramm, Klammer zu, 5 Esslöffel Olivenöl, 1,5 Teelöffel getrockneter Thymian, 1 Knoblauchzehe, 250 Gramm Austernpilze, 1,5
und Petersilie, eine Zitrone, frisch gemahlener Pfeffer, außerdem Backpapier, knuspriges Weißbrot zum Dazuessen. Die Aubergine waschen und ohne den Stielansatz quer in ca. 3 mm dicke Scheiben schneiden. Jede Scheibe mit ein wenig Salz bestreuen, in einer Schüssel aufeinander stapeln und 10 Wasser ziehen lassen. Das entzieht der Aubergine Bitterstoffe und sorgt dafür, dass sie beim Braten nicht so viel Fett aufsaugt. 2. Den Backofen auf 220 Grad, Klammer auf, Umluft 200 Grad, Klammer zu, vorheizen, ein Blech mit Backpapier belegen. Den Zucchino waschen und ohne den Stielansatz längs in ca. 3 mm dünne Scheiben schneiden. 3 Esslöffel Olivenöl in einem Schälchen mit dem Thymian verrühren. Den Knoblauch schälen und dazu pressen oder fein hacken, Klammer auf, siehe Spickzettel, Klammer zu. 3. Die Zucchini-Scheiben auf das Blech legen. Die Auberginenscheiben mit den Händen ausdrücken, mit Küchenpapier trocken tupfen und ebenfalls auf dem Blech verteilen. Alles mit dem Thymian-Knoblauchöl bestreichen und ca. 15 im heißen Ofen backen, zur Halbzeit einmal mit einer Zange wenden und mit dem übrigen Würzöl bestreichen. Inzwischen die Austernpilze mit Küchenpapier trocken abreiben, Klammer auf, nicht waschen, Klammer zu, und die harten Stiele entfernen. Die Kappen in mundgerechte Stücke schneiden. Die Petersilie waschen und trocken schütteln, die Blätter abzupfen und fein schneiden. Die Zitrone heiß waschen, abtrocknen und halbieren. 5. Eine Pfanne auf höchster Stufe erhitzen, das übrige Olivenöl, Klammer auf, 2 Esslöffel, Klammer zu, hineingeben und die Austernpilze darin 3 bis unterrühren braten, bis sie goldbraun sind. Die Petersilie dazugeben mit Braten und mit Salz und Pfeffer würzen. Auf 2 Teller geben. Das Blech aus dem Ofen nehmen, Zucchini und Auberginen salzen und neben den Pilzen anrichten. Die Zitronenhälften dazulegen, jeder träufelt sich Saft nach Geschmack übers Gemüse. Dazu schmeckt knuspriges Weißbrot. TIPP. Neben Zucchini und Auberginen können Sie auch in dünne Scheibe geschnittenen Fenchel mit aufs Blech geben. Die Gemüseantipast schmecken übrigens auch kalt, Sie können sie also gut schon einiges tun, den vorher zubereiten. 40 Zubereitung pro Portion ca. 530 Kilokalorien, 47 Gramm EW, 25 Gramm F, 30 Gramm KH für 2 Personen, EKG, festkochende Kartoffeln, Salz, frisch gemahlener Pfeffer 2 Zl, ehige Rosmarin 2 Esslöffel, Kräuterfrischkäse I, Olivenöl, außerdem 2 Rumpsteaks, Klammer auf, ca. 2 cm dick. Backpapier je ca. 180 Gramm, Klammer zu, 1. Den Backofen auf 200 Grad, Klammer auf, Umluft 180 Grad, Klammer zu, vorheizen, ein Blech mit Backpapier belegen. Die Kartoffeln schälen und in ca. 3 cm große Würfel schneiden. Den Rosmarin waschen und trocken schütteln, die Nadeln abzupfen. Kartoffeln mit Rosmarinnadeln und 1 Esslöffel Olivenöl in einer Schüssel mischen, so dass alle Kartoffelstückchen davon benetzt sind. Die Kartoffeln auf dem Blech verteilen, Klammer auf, 1 Klammer zu, und im heißen Ofen, Klammer auf, Mitte Klammer zu, ca. 30 backen, dabei zweimal wenden. Steaks jetzt schon aus dem Kühlschrank nehmen. 2 ca. 10 vor Ende der Kartoffelgarzeit die Steaks trocken tupfen und den Fettrand mehrfach einschneiden, Klammer auf, 2 Klammer zu. Die Steaks auf beiden Seiten salzen. Eine Pfanne auf mittlerer Stufe erhitzen, das übrige Öl, Klammer auf, 2 Esslöffel, Klammer zu, hineingeben und die Steaks einlegen. Für saftige Steaks mit zartrosa Kern, Klammer auf, der Fachausdruck ist Medium, Klammer zu, 2 Brathändern mit der Zange wenden, Klammer auf, 3 Klammer zu, etwas Pfeffer über die gebratene Seite mahlen und die Steaks auf der anderen Seite in 2, fertig braten. Für blutige Steaks, Klammer auf, rare Klammer zu, nur pro Seite, für durchgebratene Steaks, Klammer auf, Veldone Klammer zu, auf jeder Seite ca. 3 braten. Die Pfanne vom Herd nehmen und die Steaks 2 darin ruhen lassen. 3. Die Rosmarinkartoffeln aus dem Ofen nehmen, salzen und mit dem Kräuterfrischkäse auf 2 Teller geben, die Steaks daneben legen.
50 Zubereit und Pio Portion ca. 900 Kilokalorien 32 Gramm EW 28 Gramm F 129 Gramm I kleiner als H für 2 Personen Scheiben TK Hefeteig Klammer auf 450 Gramm Klammer zu 0 Gramm durchwachsen Räucherspeck Klammer auf ohne Schwarte Klammer zu Kopfsalat Klammer auf zum Beispiel Eisbergsalat Klammer zu Eine Dose Maiskörner, Klammer auf 140 Gramm Abtropfgewicht, Klammer zu, G saure Sahne, mittelscharfer Senf, I bis EL Zitronensaft, Z frisch gemahlene Pfeffer, Zucker, Frühlingszwiebeln, Unterstrich, minus 5 Erdem EA, Papier fehlt für die Arbeitsfläche 1, den Hefeteig auftauen lassen, jeweils 2 Scheiben zusammenmin, mit warmen Händen durchkneten und zu einer Kugel formen. E beiden Teigkugeln 30 mit einem sauberen Geschirrtuch ab, unterstrich E zeigt bei Zimmertemperatur gehen also ruhen und das Volumen E zrösen lassen. Zwischen den Speck feinwürfeln, den Salat waschen, in einem E abtropfen lassen und in Stücke zupfen. Den Mais in ein Sieb abgie unterstrichend abtropfen lassen. 100 Gramm saure Sahne Senf und Zitronensaft in E Salatschüssel mit je eine Prise Salz. Pfeffer und Zucker verrühren, J in Backofen auf 220 Grad, Klammer auf Umluft 200 Grad, Klammer zu, vorheizen, ein Blech mit Back, Aktenzeichen belegen, den Teig auf der bemehlten Arbeitsfläche mit einer Teig A, U zwei ovalen Fladen von 30 cm Länge ausrollen und nebeneinander all das Blech legen. Mit je 50 Gramm saurer Sahne bestreichen, dabei jeweils einen Rand von ca. 2 cm freilassen. Den Speck darauf verteilen und leicht pfeffern. Im Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, in 12 bis 15 Min. Knusprig braun backen. Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in feine Ringe schneiden, Klammer auf Sierspickzettel, Klammer zu. Die Flammkuchen aus dem Ofen nehmen und mit den Frühlingszwiebelringen bestreuen. Salat und Mais mit dem Dressing mischen und dazu servieren. Variante ebenso einfach geht Pizzabrot, 1 kleine Packung stückige Tomaten, Klammer auf 370 Gramm Klammer zu, mit 2 Esslöffel Olivenöl verrühren, eine Knoblauchzehe schälen und dazu pressen, Klammer auf Sierspickzettel Klammer zu, die ausgerollten Fladen mit der Tomatenmischung bestreichen, Klammer auf Rand freilassen Klammer zu, jeweils eine türkische Lira getrockneten Oregano da überstreuen. Eine Kugel Mozzarella abtropfen lassen, feinwürfeln und auf die Tomaten streuen. Im heißen Ofen wie beschrieben, backen. Dazu schmeckt ein bunter Salat. Hefeteig ganz leicht selbst gemacht minus 4 Heizung an und 30 Zubereitung pro Portion ca. 620 Kilokalorien 42 Gramm EW 30 Gramm F 38 Gramm KH für 2 Personen 300 Gramm Kalbsschnitzel 200 Gramm weiße oder braune Champignons eine Schalotte 3 bis 4 Zweige Thymian 1 Esslöffel Butterschmalz Salz Frisch gemahlener Pfeffer 100 ml Weißwein, Klammer auf ersatzweise Gemüsebrühe plus 1 Esslöffel Zitronensaft, Klammer zu, 100 Gramm Sahne, frisch geriebene Muskatnuss, eine türkische Lira Butter, 250 Gramm Spätzle, Klammer auf aus der Kühltheke, oder selbst gemacht. Siehe Variante Seite 132 Klammer zu, 1 das Fleisch mit Küchenpapier trocken tupfen und in Streifen schneiden. Die Pilze vorbereiten, Klammer auf sie rechts, Klammer zu, und in Scheiben schneiden. Die Schalotte schälen und fein hacken, Klammer auf sie Spickzettel, Klammer zu. Den Thymian waschen und trocken schütteln, die Blättchen abstreifen und fein hacken. 2 Die Hälfte des Butterschmalzes in eine Pfanne zerlassen. Das Fleisch darin 2 bis bei mittlerer Hitze anbraten, salzen und pfeffern. Herausnehmen und auf einen Teller legen. Das übrige Butterschmalz, Klammer auf 1,5 Esslöffel, Klammer zu, in die Pfanne geben. Schalotte und Pilze darin 4 bis bei mittlerer Hitze braten. Mit dem Weißwein, Klammer auf oder der Brühe, Klammer zu, ablöschen und die Soße 2 einkochen lassen. 3 Das Fleisch wieder in die Pfanne geben, die Sahne dazu gießen und alles bei kleiner Hitze 6 bis zugedeckt schmoren, bis die Soße cremig wird. Mit Salz, Pfeffer, eine Prise Muskatnuss, Thymian und falls Sie Brühe statt Wein verwenden mit dem Zitronensaft abschmecken, die Butter in einer anderen Pfanne zerlassen, die Spätzle darin bei kleiner Hitze 3 bis unter gelegentlichem Umrühren erwärmen,
mit dem Geschnetzelten auf zwei Tellern anrichten. Variante für ein fleischloses Pilzragout 3 Gramm, getrocknete Steinpilze 15 in 100 Milliliter warmem Wasser einweichen. Inzwischen 400 Gramm frische Pilze, Klammer auf zum Beispiel braune Champignons, Klammer zu, putzen und in Scheiben schneiden. Eine Zwiebel schälen und fein hacken. Ein Esslöffel Butterschmalz in eine Pfanne zerlassen und die frischen Pilze darin 3 anbraten. Die eingeweichten Pilze ausdrücken, fein hacken, mit den Zwiebeln unterrühren und mitbraten. Das Einweichwasser vorsichtig dazu gießen, Klammer auf, falls die getrockneten Pilze Sand enthielten, setzt sich dieser auf dem Boden des Gefäßes ab, Klammer zu. 100 Gramm Sahne hinzufügen mit Salz, Pfeffer, Thymian würzen. 6 bis zugedeckt schmoren lassen, bis das Ragout cremig eingekocht ist. Pilze vorbereiten, so geht es ganz leicht, am besten Pilze nicht waschen, weil sie